Okay, wer jetzt kein Blut sehen kann und so, der sollte jetzt weggucken. Oder das Video ausmachen. Hiernach kommt sowieso nichts mehr. Also tschüss. Den nächsten. Vorne in die Motorhaube. Nee, das war scheiße. Tee, das machst du normal. Aktueller Stand, ich habe 5 Videos zu schneiden, also alles wie gehabt, aber es läuft, plus 2 Auftragsvideos, es läuft. Was ist los? Ich befürchte, die findet da immer was zu fressen in den Dünen. Troller. Aber naja. Tag, heute ist Montag. Fucking lovely Monday. Ja, ich liebe den Montag, ihr wisst es. Und heute liebe ich den besonders, weil ich habe frei. Und das Coolste ist, ich habe nicht nur heute frei und ich habe nicht nur heute und morgen frei, ich habe heute bis einschließlich Freitag frei. Das sind 5 Tage am Stück. Wie geil ist das denn? Das ist fast Kurzurlaub. Die Leute schleppen wirklich die Strandkörbe bis hier hin, von entweder da hinten oder von da hinten. Ich meine, ich kann es verstehen, ich würde auch lieber irgendwo ein bisschen alleine sitzen, aber dann würde ich mir den Strandkorb nicht dahin schleppen, dann würde ich sagen, hier scheiße auf die 6 Euro pro Tag oder keine Ahnung, was sie jetzt nehmen. Ich setze mich so in den Sand. Mal aus. Nein! Aus! Mach mal aus! Aus! Cookie! Nein! Aus! Cookie! So ist fein! Das Wetter ist noch super, allerdings soll es heute Mittag anfangen mit Regnen. Und dann also ziemlich den ganzen Nachmittag regnen. Mal sehen. Da hinten sieht es auch schon dunkel aus. Naja, schauen wir mal. Ich fahre nachher zu Jens. Jens muss ein bisschen was arbeiten im Büro, von daher kann er nicht kommen. Und deswegen fahre ich hin. Ist er bald? Genau, da ist er bald. Da hinten hinter der Seebrücke sieht es schon ein bisschen düsterer aus. Die Wolken werden dunkler. Hast du aber wieder ein Loch gebuddelt. Das sieht schon verdammt dunkel aus. Hoffentlich werden wir nicht noch nass, bevor wir nach Hause gehen. Da habe ich hier überhaupt keinen Bock drauf. Ich bin auch nicht für Regen angezogen, wie man sieht. Gehen wir noch ein bisschen auf dem Rasen, kann der Hund besser Fußball spielen, macht sehr gerne, oder Nasenball, ist auf jeden Fall da besser als hier im Sand, kriegt sie nicht so viel Sand in den Augen und so, dann ist besser. Wetter vorhin.
dann Sonne, dann Regen und Schnee, trotzdem Sonne, jetzt nur noch Sonne. So, ich glaube, ich sollte tanken fahren. Da ist der Mario schon da. Der hat was länger gebraucht, um zu steigen. Ich bin alter Mann heute. Was ist ein alter Mann? Ja. Zurück kaputt? Meckerst du denn? Komm mal her. Mensch, das Mario, den kennst du. Na, da freut er sich. Da freut er sich. Gib mir mal deine Kamera rüber. So, und jetzt darfst du reinkommen. Weil jetzt dreht der Hund nämlich erstmal durch, weil er dich zu lange nicht gesehen hat. Hast du die an? Kann ich schon Hallo sagen? Ja, kannst du schon Hallo sagen. Hallo. Na, wer? Heute wird Paul Star des täglichen Videos. Sachchen. Ist er abgenommen? Ich hoffe. Nee, ich glaube nicht. Ich das nicht dreimal erzählen muss. Ich habe mich so aufgeregt, wolltest du anfangen? Nee, ich habe mich heute beim Gassi gehen oder so. Entweder habe ich mich beim Werfen irgendwie verrenkt oder so. Oder irgendwie Zorn gekriegt. Auf jeden Fall zieht das hier hinten. Ne? Oh, ganz eklig. Ich kann Totenköpfe essen? Du kannst Totenköpfe essen. Geil. Schöne Aussicht hier. Mit Aussicht. Usedom von der anderen Seite. Echt genau, wir müssen glaube ich erklären, wo wir sind. Ja. Wo ich bin. Du erklärst es besser. Sie ja, Achtung, Kamera auf dich. Wir sind ein paar Kilometer, knapp Kilometer, von Las Hahn und gucken praktisch über den Peenestrom auf die Insel. Was sehen wir denn jetzt hier geradezu praktisch? Geradezu sehen wir den Eingang zum Achterwasser. Und da hinten diese kleine Erhebung mit der Steilküste, das ist der Knitz. Das da. Wo ist denn hier so. Ja, das genau. Da. Und rechts rüber geschwenkt. Da hinten ist der Lieper Winkel. Ah ja. Genau. So sieht's wohl aus. Und das alles mit so genialen Wolken. Da hinten kann man schon sehen, dass es regnet. So, der langbärtige Taliban guckt sich mal die Umgegend an. Dark Side of the Totenkopf. Am schönsten ist, wenn das hier klappert, klappert die Tür einmal, ne? Dann brauchst du bloß zur Tür gucken. Dann kommt der ganz vorsichtig um die Ecke. Hallo? Muss ich noch Tschüss sagen? Tschüss. 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 Es war mir wie tschüss. Unglaublich Freude. Und mir erstmal. Ja, tschüssi. Ja. Was ist hier los? An der Zecheriner Brücke standen den Polizisten, haben den Transporter mit dem Pferdeanhänger vor mir rausgeholt. Da hab ich mir noch nichts bei gedacht, hab mir nur gedacht, ein Glück hast du die Drohne nicht fliegen lassen. Ich wollte erst kurz vor der Zecheriner Brücke anhalten und die Drohne nochmal rausholen und fliegen lassen. Ein Glück habe ich die nicht rausgeholt, wer weiß, was dann los gewesen wäre. Und eben hier auf halber Strecke zwischen Zecheriner Brücke und Stadt Usedom waren auch Polizisten am Werkeln und haben, so wie es aussieht, so eine hat einer ausgelegt da, keine Ahnung, sah aus wie so eine, wie heißen denn die Dinger, die man so über die Straße schmeißt und die dann die Reifen kaputt machen. Naja, da gibt es so einen bestimmten Begriff für, komme ich jetzt nicht drauf, ist egal, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Das sieht man halt oft im Fernsehen aus Amerika und so, aber what? Warum? Was ist hier los? Schranken zu. Naja, viel mehr wird heute auch nicht mehr passieren. Ich gehe jetzt mit dem Hund raus, dann kriegt der Hund was zu fressen, dann setze ich mich an den Rechner und schneide ein Video. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss. Hey, ach, und wer sich über das blutige Ohr wundert, beim Spielen mit Paul, dem Schäfer und von mir anzeigt, ein bisschen übertrieben. Kriege ich das hier nicht raus? Schon so ein bisschen festgetrocknet ist durch das Blut und so. Das kotzt mir jetzt an. Ich glaube, ich lasse es einfach zuwachsen wieder. Ich gehe mal duschen, damit sich das aufweicht und dann vielleicht abgeht. Okay, wer jetzt kein Blut sehen kann und so, der sollte jetzt weggucken.
Oder das will ich dir ausmachen. Hiernach kommt sowieso nichts mehr. Also tschüss. Ist das eklig oder ist das eklig? Okay, Update. Ich habe erstmal hier so einen Dehnungsstab wieder reingemacht, weil ich mir einfach dachte, dass da ein bisschen mehr Luft rankommt und ich den Gummi da hinten ein bisschen loser halten kann als bei dem Ring, den ich da sonst drin habe. So dass das Ohr, was ja durchaus jetzt ein bisschen angeschwollen ist, also das Ohrläppchen, ein bisschen sich entfalten kann und dass da halt Luft reinkommt. Ja, das ist nicht durch, das Ohrläppchen, auch wenn es auch auf Facebook auf dem Foto so aussah. Naja, aber da kann ich jetzt auch nichts dafür, das sah halt so aus. Und, naja, auf jeden Fall ist es wirklich ein Hautfetzen, der da dran hängt, der so ein bisschen halt abgerissen wurde oder so, wahrscheinlich von der Kralle von Paul oder so, keine Ahnung. Wie auch immer. Ich wollte jetzt nicht weiter dran ziehen. Ich wollte es jetzt erstmal trocknen lassen und morgen reiße ich diesen Hautfetzen ab wahrscheinlich. Ja, das war's. Und jetzt aber wirklich tschüss. Ich habe schon dreimal dieses Vlog beendet. Naja, also tschüss.